Glaubt man Medienberichten in Spanien und Österreich, ist Munas Börswechsel zum FC Sevilla nur noch Formsache. Noch vor wenigen Tagen verlautbarte Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund in den Salzburger Nachrichten, dass man einem potenziellen Wechsel den Riegel vorgeschoben hätte, Munas bleibt in Salzburg. Wichtig ist, dass er im Frühjahr jetzt Gas gibt. Wir brauchen ihn, denn er ist für die Mannschaft enorm wertvoll. Das spanische Blatt El Desmarc berichtet hingegen, nach Munir und Maximilian Wöber wird auch der Israeli in Sevilla andocken. Eine Vereinbarung steht kurz bevor, noch am Mittwoch wird Dabbe in Sevilla erwartet, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Offen ist hingegen, ob Dabbe noch die laufende Saison bei Red Bull Salzburg beendet oder bereits im Jänner für Sevilla stürmt. Bei den Andalusiern würde sich der 26-Jährige mit Munir El Haddadi, André Silva und Wissam Ben Yedder um die beiden Plätze im Sturmzentrum rittern. Dabbe absolvierte für die Salzburger 110 Spiele und erzielte dabei 55 Tore. Aktuell führt Dabbe die Schützenliste der Europa League mit 6 Toren in 6 Spielen an. Update: Salzburg bestätigt, Dabbe für Vertragsverhandlungen im Ausland.